Lass uns jetzt mal rüber switchen zum Spielen, sonst kommen wir gar nicht mehr voran. Da. In diesem Rahmen. Und ich mache gerade hinten nur mal kurz die Lichter an, einfach für meinen inneren Monk. Eigentlich müsste ich jetzt hier für die schöne Horrorpackung, da müsste ich jetzt eigentlich hier bei mir auch das Licht ein bisschen dunkler machen, aber irgendwie habe ich da gerade keine Lust drauf. Jetzt erschrecke ich mich am Ende noch. Okay. Gut, was wir jetzt auf jeden Fall mal machen müssen, den Ton muss ich erstmal anschalten. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Sekunde. Hab das sofort gelöst, das Problem. Weiß auch nicht, warum der Computer das immer automatisch umschaltet. Okay, müsst mir halt wie immer auch dann Bescheid sagen, wie das jetzt mit dem Ton ist, ob das passt von der Lautstärke her. Ihr kennt das Spielchen. Und dann werde ich hier mal ganz kurz reinschauen in die Einstellungen. Ich habe die Demo davon nämlich schon mal angezockt gehabt, von dem Ding. Und bei der Demo hat dann die Demo selbst geguckt, was mein Rechner für eine Leistung hat, und hat dann gesagt, ey, das sind die Einstellungen, die ich dir empfehle. Und mein Computer wurde von den Settings als heiße Kartoffel diagnostiziert. Da stand dann wirklich eine heiße Kartoffel. Das heißt, mit den wirklich schrottigsten Einstellungen. Dann habe ich das Ganze, weil ich habe mir gedacht, der ist zwar alt, der Rechner, aber nicht so alt. Dann habe ich das Ganze einfach mal auf episch hochgestellt, wie es jetzt auch hier noch alles ist. Und das hat einfach super gut funktioniert. Jetzt haben wir hier aber die Vollversion. Wir gucken mal, ob das jetzt hier anders ist. So. Ich habe das Spiel damals nicht gespeichert bei der Demo, das heißt, wir fangen eh nochmal ganz von vorne an. Das wäre jetzt hier eh Quatsch. So. Lasst euch hier wirklich nicht von der Anfangsmusik täuschen und auch nicht von dem seltsamen Logo. Das Game ist wirklich ein Horrorspiel. Ich weiß nicht, warum man sich dazu entschieden hat, das Logo so fancy zu machen. Ist aber auch egal, wir fangen jetzt an. Ton passt. Ton ist okay. Das muss reichen. Auf geht's. Wir starten mit Fossil Fuel 2. Ja, auf einfach spielt man einfach nicht, ne? Man macht es direkt auf Mittel. Und dann vielleicht irgendwann nochmal auf brutal. Wir gucken mal. 3 years have passed since the Sierra Research Facility went dark. A team of mercenaries has been assembled by the company to go back to Sierra. They have no idea. What awaits them? Naja, so viel zu der Aussage, das Spiel spielt nicht oder hat nichts mit Teil 1 zu tun. Das war doch eben gerade wahrscheinlich mal eine kurze Review vom ersten Teil. Was da alles so passiert ist. Okay. Wir gucken uns jetzt hier mal ganz kurz um. Und das scheint aber wieder flüssig zu laufen, genauso wie auch die Demo. Okay. Das hier, das Spiel hat schon sehr viele Anleihen, sowohl an Jurassic Park als aber auch so ein bisschen Turok und Doom-Vibes. Das hier ist natürlich auch dann schon eher so ein bisschen. Ich meine, wer muss hier nicht an die 5 Tode denken? Kann man sehen, wo das ist? Nicht wirklich, ne? Wo die Dreiecke drauf sind, das sollten dann wahrscheinlich die verschiedenen Unterkünfte sein von dieser Organisation. Denn auch hier haben wir eine Organisation, die für das Erschaffen der Dinosaurier verantwortlich ist. So viel habe ich ebenfalls schon mitbekommen. Und da haben wir auch schon ein Bild von einem T-Rex. Und das hier oben ist kein normaler Hai.
CIO Mark Cook. Ja, das habe ich auch schon gelesen, dass die hier hin und wieder wirklich bestimmte Namen einsetzen, die tatsächlich an echte Menschen erinnern. An Apple-CEOs oder ähnliches. Ja, und diese Sierra ist auf jeden Fall die Organisation, die für alles hier verantwortlich ist. Konnte ich mich auch ducken. Das wird mir allerdings alles erst später gezeigt. Wir machen erstmal kurz weiter. Das sind einfach nur so ein paar Side-Infos hier. Third fishing boat missing near Pitkin Island. Das scheint alles hier irgendwas mit Teil 1 gewesen zu sein, könnte ich mir gut vorstellen, weil wir sind wir jetzt in Alaska? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch verschiedene Unterlagen, die wir uns ganz kurz mal anschauen können. Einsatzbesprechung, Rückkehr nach Sierra. Operator Sierra, PMC Alpha. Zeitplan für den Betrieb, Abflug 20. Juli. Ist aber kein Jahr dahinter, ne? Sitkin Island Ankunft, 23. Juli. Das heißt, das war doch eben gerade Sitkin Island, ne? Okay, dann sind wir jetzt wirklich hier anscheinend auf dieser Insel und wollen herausfinden, wo die Leute abgeblieben sind, beziehungsweise was mit den Fischerbooten passiert ist. Schiffsmanifest, Name des Schiffes Charon. Charon. Schiffstyp Fracht. Abfasshafen Alaska. Anchorage, kenne ich nicht. Besatzung 12 Leute, Passagiere 40. Charter, Verlegung der PMC Alpha zu den... Das hier ist, glaube ich, ein Codename für dieses Dinosaurier-Projekt, was die Organisation auf der Insel durchführt, meine ich. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Okay. Abholung der Sierra Assets, Rückkehr nach... Okay. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere Mission bekommen und wir sind eben noch auf dem Frachtstück jetzt oder auf dem Frachtschiff auf dem Weg nach Alaska. Und irgendwelche Sirenen gehen los, was schon mal kein gutes Zeichen ist. Habt ihr das gerade gesehen? Da unten im Wasser. Little Blue Butterfly Easy. Ist das richtig? Ja, ich glaube schon. Vielen, vielen Dank für dein Stufe 1 Abo. Tausend Dank dafür. Habt ihr diese Haiflosse eben gerade da unten gesehen oder bin ich bescheuert? Anchorage ist die Hauptstadt Alaskas. Das sollte man wissen, oder? Das ist so Allgemeinbildung. Naja. Habt ihr die Haifischflosse eben nicht gesehen? Du erkennst halt aber auch sehr schwer. Kann auch sein, dass ich gerade einfach irgendwie mich verguckt habe. Alter, ey. Es war nicht mal unheimlich. Was ist jetzt eigentlich hier gerade passiert? Ist das ein Betriebsunfall? Okay, wir tun einfach mal so, als wäre das nicht passiert. Komm, hat eh keiner gesehen. WS oben und unten. So. Das Wetter ist auf jeden Fall sehr bescheiden. Obwohl das ja genau mein Wetter wäre. Wasseranimationen sind... Alter! Oh Gott, das Ding stürzt um. Ja. Die Wasseranimationen, wollte ich gerade sagen, sind eigentlich richtig nice. Die sehen echt gut aus. Hey, Jack! Megalodon.
Habt ihr die Haifischflosse gesehen? Nein. Oh mein Gott! Ah! Boah. Dieses Logo. Ich komme über dieses Logo nicht weg. Ist das Spiel nicht ein bisschen laut eingestellt vom Sound her? Ihr müsst mir Bescheid sagen. Tobi macht Mac 2 besser. Ja, Mac 2 war echt kacke gewesen, gell? Obwohl der erste eigentlich ganz gut war. Sehr gerne war überfällig. Ach, Quatsch. Quatsch. Trotzdem vielen, vielen Dank für dein Abo. Okay. Also der Sound von dem Spiel schlägt bei mir unglaublich ins Rote aus. Also, was ich euch zeige. Das heißt, eigentlich müsstet ihr extrem laute Geräusche hören, aber wenn ihr meint, das wäre alles cool so, dann passt das schon. So. Dann sind wir jetzt hier auf der Insel. Und da merkt man es auch schon, das Spiel läuft einfach flüssig. Oder? Wir haben jetzt keine großen Ruckler oder irgendwas. Ich weiß nicht, warum dieses Game mein PC als heiße Kartoffel eingestuft hat. Vielleicht aber auch wegen dem Raytracing. Das kann mein Rechner halt nicht. Dass das irgendwie wegfällt oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Ja, auch hier haben wir jetzt diese Strudel. Das war in der Demo zum Beispiel bei dem Wasser noch anders. Das sieht ein bisschen seltsam aus hier. Ich weiß nämlich noch, dass ich bei der Demo habe ich das Wasser wirklich gelobt habe, weil das hier einfach nicht so stupide und stumpf aussieht. Das sieht ja zum Teil wirklich realistisch aus. Wir können hier mal ganz kurz ein Dings machen, so ein Grafikvergleich nochmal. Dass ihr das auch mal seht. Benutzer definiert. Ne. Alles mal niedrig einstellen. Ja, aber sogar auf niedrig geht das mit dem Wasser einigermaßen. Das, hier, seht ihr das? Ich finde, das ist geil. Ist das schon lange bei Spielen so? Ist mir bei der Demo nämlich extrem aufgefallen, dass das Wasser hier sich wirklich einigermaßen physikalisch verhält zu diesen Felsen da auch. Seht ihr das? Das war da hinten. Sag mal, das noch ein bisschen besser. Ich mach die Grafik gleich wieder hoch. Das sieht ja echt schrecklich aus. Ich mach die Grafik jetzt wieder hoch. Episch. Ja, okay, ist auch ein Unterschied. Wenn wir jetzt mal hier rüber gehen. War das hier? Ja, zum Beispiel hier. Dass da so ein Sog simuliert wird, richtig. Das ist mir bei Spielen vorher nie aufgefallen. Das gibt's noch nicht so lang, oder? Naja, ich war auf jeden Fall sehr fasziniert davon gewesen. Gut. Das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Dann schauen wir uns hier gerade noch mal kurz um. Und nehmen noch die ein oder andere Sache mit. Schiffsbrüchige. Wir wurden von einem riesigen Hai angegriffen und sind nun gestrandet. Ich schätze, die Mythen um diesen Ort waren wahr. Glaube ich auch, ja. Als ob der Hai nicht schon genug wäre, griff uns auch noch ein anderer bizarrer Fisch an, als wir uns dem Ufer näherten. Eine unbekannte Art, die ich noch nie gesehen habe. Was könnte das sein, Chat? Haut mal ein paar Ideen raus. Blasiosaurus oder so ein Vieh. Ein paar Trupps schafften es an Land. Wir haben eine anständige Menge an Waffen und Munition geborgen. Der Leutnant besteht darauf, dass wir die Mission fortsetzen, aber ich will nur noch nach Hause. Das kann ich auch verstehen. Drake Williams, Sanitäter. Mr. Williams, ich kann da komplett mitfühlen. Weil ich hätte tatsächlich nach diesem Vorfall mit dem Megalodon eben gerade auch gar keinen Bock hier zu sein. Und ganz kleiner, minimaler Spoiler, den ihr jetzt kriegen müsst, weil ich es auf gar keinen Fall machen werde.
Wenn ihr hier ins Wasser reinlauft, dann werdet ihr gefressen. Ich würde zwar mal gern sehen, ob die Animation verbessert haben nach der Demo, aber nein. Das lassen wir einfach mal sein. Hier haben wir unsere Tauchkapsel, unsere Rettungskapsel und da auch das nahezu wichtigste Equipment, zumindest für den Anfang. Und wer muss jetzt hier bitte nicht an Turok denken, oder? Ja. Wer muss hier jetzt nicht an Turok denken? Okay. Das heißt, wir werden jetzt hier erstmal ganz gediegen, da war irgendwas. Ein Medikit nehmen wir nochmal mit. Ich hatte auch irgendwo ein Inventar. Jetzt fragt mich aber nicht, wie ich das öffnen konnte. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Das hier ist eine Kamera. Und da könnt ihr auch ganz unten, man sieht hier in der Ecke, was da unten steht. Bei E steht abholen. Die haben dieses Spiel zum Teil im Deutschen sehr grottig übersetzt. Abholen bedeutet hier so viel, dass du die Sachen mitnimmst. Ja. Heißt halt hier einfach mal abholen. Für das Aufnehmen von Fotos erhältst du Punkte. Interessante Icons werden angezeigt, wenn die Kamera ausgerüstet ist. Und schaltet Errungenschaften. Das ist, glaube ich, frei. Okay. Der Akku der Kamera wird wieder aufgeladen, wenn die Kamera nicht benutzt wird. Auch verstanden? Fotoaufzeichnungen. Unsere zweite Aufgabe besteht darin, Fotos zu machen und unsere Begegnungen in der Sierra-Forschungseinrichtung zu dokumentieren. An die Gruppenleiter wurden robuste Digitalkameras verteilt. Bilder von lebenden Dinosauriern werden mehr anerkannt. Was werden mehr Anerkennung finden als Tote? Okay, da muss ich die fotografieren, wenn die auf mich zurennen, oder was? Ja, gut. Wir wollen auch den Bestand der Ausrüstung dokumentieren. Machen Sie so viele Fotos wie nötig. Die Kameras haben wiederaufladbare Batterien. Okay. Da muss ich jetzt nur mal ganz kurz hier alles durchchecken, bis ich auf den Trichter komme. Wie ich nochmal meine Tasche öffnen kann. Oh. Also auf C kann ich mich schon mal ducken, sehr gut. Inventar ist auf M. M, warum auch immer. Fotoapparat, okay, den kann ich jetzt benutzen. Ah ja. Und dann soll ich jetzt damit die Ausrüstung fotografieren. Das Coole dabei ist, dass wir mit so Fotos tatsächlich hier auch so Sammelkarten freispielen können. Und die Sammelkarten haben wirklich Werte. Das heißt, da kannst du eine Sammelkarte von einem Raptor freispielen, die einfach eine Angriffskraft hat, eine Verteidigungskraft. Und ich weiß zwar nicht, ob das so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man hier auch so ein Kartenspiel irgendwie spielen kann. Dass das irgendwie funktioniert. Da drüben haben wir noch eine Ausrüstung. Und ich werde versuchen, mindestens eine Sammelkarte freizuspielen, während wir die ganze Nummer hier zocken. Wir sind immer noch am Strand am Anfang. Ich habe ja gesagt, das wird ewig dauern bei mir. Spielzeit von 2 Stunden. Unsinn. Okay. Das war dann hier auf jeden Fall... das mit den Fotos. Ich will gerade mal kurz was gucken.
Ah ja, ich kann auch einfach mit den Zahlentasten die Sachen direkt austauschen. Das ist gut zu wissen. Wir wollen Fotos vom Mac. Ja, ja, das glaube ich, dass du das willst. Ich gehe da nicht mehr rein. Ich würde sagen, wir machen uns einfach jetzt mal auf in die Forschungsstation. Und ich soll ja mal von einem rennenden Dinosaurier ein Bild machen, hieß es. Die würden wohl mehr Geld geben. Okay, ein Schloss, das man aber einfach zerhauen kann. Perfekt. Gut. Schade, der ist doch bestimmt stark. Ja, da kann ich dir aber auch sagen, am Megalodon komme ich nicht vorbei. Der und ich, wir treffen so oder so nochmal aufeinander. Ich weiß zwar nicht wann und wo, aber ich habe mir das schon mal so ein bisschen durchgelesen, worum es da quasi auch dann geht in dem Spiel von der Story her. Und der Megalodon ist somit unter das Logo-Gesicht des Spiels. So, das ist so, der Indominus Rex für Jurassic World ist hier der Megalodon. So. King SO2A, vielen, vielen Dank auch für dein Stufe 1 Abo. Was geht denn heute ab? Vielen, vielen Dank. Das ist mein zweiter Account. Bin Baran, hab mein Handy ausgemacht. Achso, dann gut. Ich hoffe, ich kann mir das merken. So. Hier haben wir jetzt die ersten Rätsel. Da werdet ihr gleich auch merken, dass die dann schon sehr an Resident Evil erinnern. Ja, gerade hier, da fehlt jetzt eben so ein Rad, das man braucht, um da irgendwas reinzudrehen. Und da haben sie sich dann schon sehr stark von Resident Evil inspirieren lassen. So. Brauche ich hier nur das Rad? Ich dachte, ich brauche hier eigentlich zwei Sachen. Also die Nummer hier, die gab es in der Demo zum Beispiel auch. So. Das ist jetzt auf jeden Fall an. Dann ist jetzt hier der Strom auch an. Nee, der Strom ist noch nicht an. Jetzt aber. Das ist neu. Das war in der Demo auf jeden Fall anders. Wie mache ich denn jetzt hier? Naja. Aber das Rätsel in der Demo, wer die Demo gespielt hat, noch ein Prime-Abo, seid ihr des Wahnsinns, ey, vielen, vielen Dank an Els Don Snow, Anlehnung an Jon Snow, schätze ich. In der Demo gab es hier ein anderes Rätsel, das eigentlich lustiger war, da hast du so verschiedene Kontakte zusammensetzen müssen. Das war jetzt hier ein bisschen easy gewesen. Boah, ihr Lieben, mal eine ganz dumme Frage. Was ist denn ein Hype Train? Das gab es früher aber auch noch nicht hier auf dem Kanal. Ich bin so ein Twitch-Anfänger einfach. Das ist so abartig. Obwohl ich schon seit über 2 Jahren fast auf Twitch was mache. Okay. Wir gehen in den Untergrund. Und ab jetzt wird's unheimlich. Ein bisschen klaustrophobisch. Und wer Angst vor Wasser hat, der sollte jetzt wahrscheinlich auf dem Klo weiter gucken, weil ihr werdet euch gleich auf jeden Fall in die Hose scheißen. Ah. Ich bin froh, dass ich diesen Part schon kenne. Ey, es hat mich wirklich Überwindung gekostet. Werdet es gleich sehen. Hier ins Wasser zu springen. Man kommt jetzt erstmal hier an und denkt sich, okay, alles sehr düster, alles sehr dunkel. Da drüben ist aber eine schöne Öffnung mit Licht, ne? Da kann man wahrscheinlich rüberlaufen. Und dann wird man allerdings relativ schnell merken,
Hier wurde ein Stufe 1 Abo verschenkt. Was? King SO2A hat ein Prime-Abo verschenkt an... Oh Gott, eure Namen sind halt immer viel zu krass. Meister Eder. Meister Eder ist gut. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Versucht ihr gerade dieses Hype-Train-Ding da voll zu machen? Ich blick's noch nicht. Naja, auf jeden Fall, man kommt dann eben hier rein und denkt sich, okay, man wird hier schon irgendwas machen können. Irgendwas. Kleiner Spoiler, wir müssen da ins Wasser. Und ich stand hier echt lange davor und hab mir gedacht, boah, eigentlich will ich da nicht rein. Eigentlich habe ich da jetzt nicht so viel Bock. Was ist jetzt gerade passiert? Nochmal ein Abo von Nox2160. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Was auch immer heute bei euch abgeht. Tausend Dank auf jeden Fall. Ich bin gerade am Ark zocken, habe es seit Sonntag. Dann auf jeden Fall viel Spaß mit Ark. Ark 2 werde ich dann aber auch zocken, wenn es draußen ist. Zusammen mit Prehistoric Zone. Live sogar. Wir müssen auf jeden Fall hier reinspringen, ihr Lieben. Ja. Natürlich kann man ebenfalls ertrinken in der ganzen Geschichte hier. Und jetzt passt auf, was der Clou jetzt hierbei ist. Ich werde nämlich versuchen, das jetzt nochmal zu umgehen. Deswegen müsst ihr wissen, was hier unten eigentlich passiert. Unter Wasser hier gibt es bestimmte Lichter. Erkennt ihr diese... Vielen Dank nochmal für die 100 Bits. Tausend Dank. Krass. Erkennt ihr diese Unterwasserfische mit diesen Laternen am Kopf, die so riesen Zähne haben? Die sind auch da unten. Das heißt, ich bin am Anfang erstmal zu diesen Lichtern hingeschwommen, bis ich dann gemerkt habe, okay, scheiße, das ist eine Falle. Das werden wir allerdings jetzt versuchen zu umgehen. Ich weiß nur nicht genau, ob die bei der Demo diese Fische woanders platziert haben, als jetzt hier im fertigen Spiel. Denn da hinten seht ihr schon diese Lichter. Das ist einer dieser Fische. So. Das eine Rad haben wir schon mal angemacht und jetzt geht's allerdings in die Tiefen. Wie ich's hasse, ey. Und so Unterwasserpassagen sollen wohl noch öfter vorkommen und das sieht halt wirklich gut aus unter Wasser. Das sieht halt schon so... Ja, so richtig gut kacke aus. Ich konnte auch irgendwie Licht anmachen. So, wenn ihr jetzt hier weiter geradeaus schwimmt, da hinten seht ihr das Vieh ein bisschen. Dann stirbt man auf jeden Fall. Aber wir können die guten prähistorischen Riesenfische gleich noch ein bisschen besser betrachten. Der Embryosaft. Dann auf dich, Werzen eingelöst. Danny. Danny passt, oder? Danny passt, ja. Ich check das Ganze jetzt hier auch überhaupt nicht, weil ich hab einfach meinen Laptop im Weg. Und ich sehe da nicht, wenn irgendwelche Infos kommen. Was war denn jetzt das nochmal gewesen? Moment, ich muss ganz kurz nachschauen. Etwas Positives über Jurassic World Dominion sagen. Das war das doch, oder? Nicht erschrecken? Ja. Jurassic World Dominion, das Logo ist geil. Dieses bernsteinfarbene Logo ist ziemlich geil. Ja. Okay, ich will mal ganz kurz aber schauen, wie ich jetzt hier mein Licht anmache, weil wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Möglichkeit, gleich mal diesen Fisch ein bisschen zu begutachten. Da. Achso, da ist sogar Licht. Ja.
Die sehen schon echt fies aus. Oder haben wir jetzt hiermit erst das Licht? Ich muss mal ganz kurz gucken. Was haben wir jetzt hier? Eine Körperpanzerung. Nehmen wir auch mal mit. Die erste Sammelkarte. Ist so ein Heslon-Fisch, aber das macht ja nichts. Giant Sea Devil. Das passt auf jeden Fall zu dem Vieh. Geschwindigkeit 5, Power 7. The type of angelfish this animal possesses. Also das ist auf jeden Fall nicht der, den es heute noch gibt. Das ist nur eine Art davon. Da gibt es wohl mehrere Arten davon. Das weiß ich jetzt aber zum Beispiel auch nicht. Venom als Fisch, das ist richtig. Ja, tatsächlich. Du hast ein Level 1 Hype Train Emote erhalten. Ich weiß nicht, was ihr da gerade macht, aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den Support, was auch immer da gerade passiert. Und hier oben sogar noch dieses Stufe 5 Logo. Wenn jemand von euch mal Yu-Gi-Oh! Oder Magic oder sowas gezockt hat, waren die Symbole hier oben immer recht wichtig gewesen. Und ich frage mich, ob wir wirklich mit diesen Karten hier noch was anfangen können später. Oder ob die einfach nur zum Sammeln da sind. Und ich muss mal kurz gucken, wo ich meine Taschenlampe habe. Wenn ich sie überhaupt schon habe. Ja. Auf F wie Flashlight. Haben wir da einen Akku oder sowas? Nee, ne? Nee. Okay. Genau. Und da konnten wir vorhin nicht rein. Weil da nämlich der Kollege hier am Start war. Achso, das Spiel ist übrigens ab 18. Nee. Zumindest nicht jugendfrei, stand da irgendwo bei Twitch. Darauf müsst ihr hingewiesen werden. Also bitte, fragt eure Eltern. Ja, okay. Da bin ich auf jeden Fall hergekommen und ich muss jetzt wieder zurückgehen. Relativ zum Anfang, wo ich gerade reingeschwommen bin. Silox, S-I-L-E-O-X-X auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Du bist schon seit 2 Monaten mit dabei, sehe ich hier gerade. Tausend Dank auch für den Support. Und ich muss die gesamten Alerts, soll ich die auch mal hier mit in den Stream mit einbinden? Weil diese ganzen Alerts, wenn ihr jetzt irgendwas macht hier im Stream, die ploppen nur auf, wenn ich hier auf dem Vollbild bin. Seht ihr das da oben? Wollt ihr das auch hier in dem Gaming-Fenster drin haben? Macht schon irgendwie Sinn wahrscheinlich, ne? Ja, ich mach das gerade mal. Macht Sinn, tatsächlich, denke ich auch, ja. Werde ich das hier gerade mal einfügen. Der Bits Alert. Ich weiß aber noch nicht, wo ich ihn jetzt hin... Ich setze den einfach mal oben links in die Ecke jetzt hier in dem Fall. Ich glaube, da nervt's. Oh nein, Moment. Ich habe doch ganz hier oben so viel Platz. Packen wir das einfach da in die Mitte rein. So. Das müsste jetzt funktionieren. Ganz kurz nochmal einen Check machen. Ja. Okay. Und weiter geht's. Übrigens durfte ich in der Demo sogar schon einen Spinosaurus begutachten. Nur mal, um darauf hinzuweisen. Wir bleiben hier nicht bei komischen Gammelfischen. Hier kommen noch coole Dinos drin vor. So sagt man zumindest. Und nochmal tausend Dank für die 100 Bits. Hat's funktioniert? Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Hat's eben funktioniert? Hast du gerade ernsthaft 100 Bits gespendet, um das auszuprobieren? Ich kann das von hier aus umsonst machen. Aber danke dafür auf jeden Fall. Ihr könnt ja alle mal kurz dran rumprobieren, ob das alles funktioniert.
Kann der mal ein bisschen gucken. Okay. So, mit dem Ablassen des Wassers haben wir jetzt nämlich diesen Tunnel hier geöffnet. Da gehen wir auch dann gleich mal durch. Übrigens ist diese ganze Zentrale hier unten ist ähnlich verbunden wie im ersten Resident Evil Spiel das Herrenhaus, was man da auch kennt. Das heißt, je mehr Türen wir öffnen, desto mehr kann ich natürlich auch hier rumlaufen, aber desto mehr haben auch Dinosaurier hier die Chance, naja, sich eher frei zu bewegen, was dann für mich wieder schlechter ist. So, USB-Sticks werden verwendet, um Fortschritte auf Laptops zu speichern. Für Checkpoints ist kein USB-Gerät erforderlich. Das heißt, USB-Sticks sind jetzt hier sowas wie die Farbbänder von Resident Evil, die man zum Speichern braucht. Wird verwendet, um ihr Spiel auf Laptops zu speichern. Jeder USB-Stick wird mit 3 Speicherständen geliefert. Okay, also ich kann hiermit nur 3-mal speichern. Finde ich eine ganz coole Sache. Ich mag sowas, ja. Okay, Drucktüren. Wir haben jetzt keine Möglichkeiten mehr zu entkommen. Der Strom ist seit Tagen ausgefallen. Es gibt 3 Druckventile, die haben wir jetzt eben gerade ausgeschaltet, die diesen Teil der Basis entleeren können. Aber sie sind jetzt im Silo unter Wasser. Okay, das habe ich eben gerade gelöst, das Rätsel. Wenn jemand seinen Atem lang genug anhalten kann, könnte er sie schwimmend erreichen. Das habe ich eben gerade gemacht. Das sind Credits, 50 Stück. Kriegen wir auch noch so einen coolen Shop vielleicht? Das hat sich groß angehört. Und ein bisschen wütend. Okay, auf Licht reagieren die hier auf jeden Fall. Ne? F wie Licht. Wie Flashlight. Stimmt aber schon so. Klingt nach einem freundlichen Nachbarn. Das wird hier wohl kaum der Spino sein. Schätze ich mal einfach so. Das wird was anderes sein. Ah, gefangener Raptor. Geil. Es ist uns gelungen, einen Raptor in der Dampfzugangshalle einzusperren. Wir haben den Weg verbarrikadiert, damit er nicht entkommen kann. Das Dampfdruckregelventil ist leider mit eingesperrt. Junge, das sind wieder so Leute. Jetzt fange ich auch schon Sätze mit Junge an. Was kann das? Es sieht so aus, als wäre gerade jemand hier drin gewesen. Okay. Ach nein, leck mich am Arsch.